I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. So, hallo und willkommen zur nächsten Aufnahmesession von Life is Strange Before the Storm. Ich muss zugeben, die letzte Folge auf meinem Kanal, glaube ich, hatte jetzt einen Tag Pause und zusätzlich ging die nur 20 Minuten statt einer halben Stunde, weil ich jetzt einfach nicht dazu gekommen bin. If I want to stay sane, I need to stay busy. What's there to do around here? Viel. Ja, und ich hatte jetzt einfach keine Zeit, weil jetzt war halt Weihnachten und der ganze Mist. Jetzt habe ich anderes Zeug getan. Jetzt sind wir da. Jetzt nehmen wir wieder auf. Und ich muss zugeben, ich habe mal so bei ein paar englischen, amerikanischen und auch, ich glaube, ein oder zwei deutschen YouTuber mal reingesehen. Und habe mir mal die Reaktion von denen angesehen, bei dem, was jetzt gerade passiert ist. Und ich muss zugeben, ich schäme mich ein bisschen für mich selbst, denn ich habe nicht wirklich jetzt geheult, aber ich weiß nicht, meine Stimme war schon leicht angeschlagen und die anderen... I hope Drew is doing better. Ja. I should visit him. Ja, und die anderen haben das irgendwie so komplett weggesteckt, von dem her. Gut, also, was haben wir denn hier? Sehen wir uns das mal an. One more hour of waiting and I would have read that. Oh mein Gott, nein, Flugblätter. Mom brought so many of these home when Dad died. And not a single one described how I felt. Das kann ich mir leider vorstellen. Ups. Shit. I know those guys. This doesn't look like the maternity wing. You think? If you're this useless now, what are you gonna do at 3 a.m. when the baby needs... There's a sign for the prenatal class. Great. I guess that's your contribution for today. Ugh. Those people suck. So, okay, gut, die kennen wir. Was passiert, wenn wir jetzt nochmal lang gehen? Ach, jetzt können wir da lang gehen. Okay, was haben wir? Haben wir hier nochmal zum Angucken? Ja, ein Poster. Ach. Rachel's waiting for me. Shouldn't stay here too long. Chloe, James, Amber hier. Rachel ist gerade aufgewacht. Sie würde dich bestimmt gerne sehen. Danke, wir wollten gerade abhauen. So, Steph. ach, hier. Bist du noch hier? Wir sind im Zimmer 785, falls du es vergessen hast. Cool. Tagebuch. Ich glaube, 22 war das letzte, was wir gelesen hatten. Das müssten wir noch haben. Das nicht. Max, ist dir je aufgefallen, dass Leute im Krankenhäusern immer flüstern? Ich glaube, es liegt daran, dass unsere eigenen Stimmen alles real erscheinen lassen, genau wie es niederzuschreiben. Es ist seltsam, wie ich es... Die vor wenigen Stunden etwas Gebrochenes wieder zum Leben erweckt. Ach so. Ich glaube es kaum, dass ich den Truck repariert habe. Ich habe damit einmal eine Runde um den Schrottplatz gedreht, bevor Rachel auftauchte. Wir haben ein wenig gequatscht und dann wurde alles total abgedreht. Und mit abgedreht meine ich Damon Merrick, der Psychopath, der sich aus irgendeinem Grund total für Rachels leibliche Mutter und ihren Vater interessiert. Er und Frank sind aufgetaucht und wollten wissen, was wir vorhaben. Bevor wir herausfinden konnten, warum, zog er sein Messer und stach auf Rachel ein. Ich hätte ihn vielleicht aufhalten können, wenn ich schneller gewesen wäre. Doch ich erstarrte, wäre nicht Frank gewesen. Eine rasende Fahrt später und ich bin hier, im Krankenhaus. Ich wünschte, ich könnte mir einreden, es ist nicht real. Chloe, die viel zu reale. PS, ich hoffe, Frank geht es gut. Warte mal ganz kurz, ich mache jetzt mal so, das kann man jetzt nicht sehen, glaube ich. Kann ich mich hier nicht auf... Hier. Das. Okay. So. Gut, dann sehen wir uns das an. This poster seems to be missing some context. What to draw, what to draw. So. ja, erst ein Graffiti drauf natürlich. Okay, Nurses. The world wants to know. What's so funny? Harmloser Witz, platter Witz. Ja, komm, mach mal einen harmlosen.
Ist jetzt auch ein Krankenhaus, ne? Da muss man nicht direkt so. Ja, gut. Das ist wirklich sehr witzig. Okay, dann haben wir hier das Graffiti. Heilige Scheiße, wir haben schon zwei übersehen, oder? Ach man, die sind doch echt so kacke versteckt teilweise. Ich habe das Gefühl, ich gucke mir alles zu 100% immer an und verpasse trotzdem immer Graffiti. So, also, was haben wir hier? Frank's business must be booming. Shit. I really hope he's okay. Achtung, Angestellte des Arcady Bay Krankenhauses. Neuerdings kommt es vermehrt zu Komplikationen bei der Narkose aufgrund des Drogenmissbrauchs zu Entspannungszwecken. Bitte machen Sie Ihren Patienten deutlich, besonders denen im Teenageralter, dass Sie es zu Ihrer eigenen Sicherheit angeben müssen, wenn Sie Drogen genommen haben. Seien Sie hartnäckig, wenn Sie die Amnesie der Patienten aufnehmen. Danke. Ha. So, mit der können wir nicht reden. Nee, okay, schade. Haben wir hier noch was? Ein Brief. Sean Prescott. What's he writing to the hospital about? Lesen. Is this for real? Verwaltungsleiter Hofstadt, einer der derzeitigen Patienten ist Andrew North, ein Schüler der Blackwell Academy, der auf dem Schulgelände verletzt wurde. Da die Sicherheit der Schüler einer der Kernverantwortlichen einer jeden Schule ist, enttäuschte Blackwell in dieser Instanz Mr. North. Ich möchte daher persönlich und streng anonym für seine medizinische Versorgung aufkommen. Falls ich den Prozess irgendwie beschleunigen kann, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Sir Prescott beantwortet am 9.5. Warte mal, Andrew North. Okay, gut, das verwundert mich ein bisschen gerade. So, was haben wir hier? I wonder if Damon Merrick classifies as a biohazard. He's definitely human waste. Jop, das würde ich auch sagen. Bestimmt ist das so. Okay, was haben wir hier? Guess the citizens of Arcadia Bay aren't feeling so generous. Ach, wo ist das denn schon so? Okay, was haben wir hier? Come on. Ja, es war klar. Not that I have any coins anyway. Oh man. Jackpot. Ja, dann würde ich natürlich sagen, das Erste, was mir im Sinn kommt, natürlich, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist das Erste direkt zuschlagen. Also natürlich, da gibt es keine andere Lösung. Na komm, nochmal. Und nochmal. Yes. I want like 20 more of those. Wie sie das einfach gefressen hat. So, das hat schon ein bisschen witzig ausgesehen. Eine Notiz. Damn. Are these all firefighters? Achtung, Angestellte des Arcadia Bay Krankenhauses. Aufgrund der erhöhten Anzahl an Patientinnen, die unter Erschöpfung durch Hitze und oder Rauchinhalierung leiden, haben wir weitere Krankenzimmer bereitgestellt. Bitte bringen Sie alle neuen Patienten in Flügel B, konsultieren Sie Ihre Schichtleiter für eine Auffrischung in der Patientenaufnahme. Danke. Bitte, haben wir gern gemacht. So, okay, dann haben wir uns hier alles angesehen. Hier können wir uns noch ein bisschen hinsetzen. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Dann bin ich wieder ruhig. Being in a hospital this long sucks. I bet when I see Rachel and see that she's okay, I'll feel better. I owe Frank big time. Can't believe he did that for us. I hope he's okay. Not like I can do anything about it one way or the other. And what about Damon? Is he gonna come after us? I actually feel better knowing that James Amber is on his case. Ugh. That's weird. Okay, dann stehen wir wieder auf. Ich dachte, da wäre jetzt auch so wieder so eine schöne Musik gekommen und bla bla bla, aber so spannend war das jetzt nicht. Ich höre mir natürlich immer gerne an, was sie so sagt. Ach, ich muss sagen, ich habe so Angst davor, von dem Ende. Ach, das wird sicherlich furchtbar. Okay, so.
Hier haben wir mal nichts. I'm so relieved that Rachel's awake. I should see her right away. Warte, sorry, ich werde sicherlich massakriert dafür. Andrew North, ja, Andrew North ist doch der, der hier liegt. Und Sion Prescott übernimmt allen Ernst. Das ist... Wir wissen doch von Sion Prescott, dass er überhaupt dafür zuständig ist, dass der... Andrew North überhaupt, dass der Vater überhaupt keinen Job mehr hat. Wir wissen, dass er ja die Schuld ist, dass sein Vater keinen Job mehr hat und jetzt spendet er Geld, damit es ihm besser geht. Entweder er hat Schuldgefühle bekommen, was ich irgendwie nicht glaube. Ich glaube irgendwie, dass damit Nathan was zu tun hat. Ich weiß nicht wieso, aber das fühlt sich irgendwie so an, als hätte Nathan was damit zu tun. Aber naja, gut. Sorry, wie gesagt, letzte Aufnahme ist ein bisschen her. Ich habe echt vergessen. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet auf die Namen. Jetzt ist es mir eben wieder eingefallen, weil eben der Vater hier, der liebe North. Is this Drew's room? Ja. Warte mal. Doch, das war ja Drew. Hä? Okay, gut. Jetzt bin ich verwirrt. Is that Mikey and Drew's dad? I wonder how he's doing. Okay, gut, dann war ich doch nicht falsch, oder? Is this for real? Wer ist denn Andrew North? Hä, wer ist denn Andrew North? Bin ich komplett dumm? Das ist doch Mike und Drew. Und das ist Anthony. Also gibt's hier noch einen North. Okay. Gut. Andrew North. Ich werde massakriert, weil ich das vergessen habe, bestimmt. Oder weil ich gerade irgendwas übersehe. Aber es tut mir leid. So, ansehen. Is that Mikey? Ah, das haben wir schon. Reden. Alright then. Thank you. Hi. Mr. North? Hallo. That's me. And you are? I'm Chloe. You here to see Drew? Yeah. Nett, sie kennenzulernen. Well, it was nice meeting you. Likewise. Oh, excuse me. ja, okay, gut, das ging lange. Okay. So, dann betreten. Hey! You made it. Oh. Hey, Chloe. Hey, Drew. Na komm, wir werden hier jetzt nicht ablenken. Wir werden ihn halt wirklich einfach fragen, wie geht's ihm? How is your knee doing? Do they think it's gonna heal? I'm not sure, actually. It's too early to tell. Sorry to hear it. It's all good. Love the hair, by the way. Pretty cool. Danke. Thanks. Just, trying it out. Sometimes you've just gotta do something new. Hey, any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. She just woke up. I'm going to see her soon. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. What happened? She got stabbed in the arm by demon fucking Merrick. Seriously? It wasn't because of me, was it? No. Somehow, we've got our own shit with him now. That's crazy. Fuck that guy. I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? I'm headed out. Everything okay in here? Yep. Yeah. Don't have too much fun now.
Try to keep it appropriate for the hospital. Bye, Dad. See ya, Pops. Man. Maybe I shouldn't have mentioned Damon. Rachel's waiting for me. Shouldn't stay here too long. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, dass wir den jetzt erwähnt haben. Ich meine, klar ist er so ein bisschen sauer auf ihn, aber das ist ja prinzipiell, glaube ich, an sich auch schon. Ich meine, ich... Okay, komm. Those must be from Steph's parents. Ja, das ist nett, das ist schön. Was haben wir hier? Oh, I wanna eat that. Right now. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, dass hier jetzt wirklich einfach die Option Essen steht. Und sie es dann einfach frisst. So, Drew. Damn. Drew looks really low. Hey. Sorry for losing it there. It's nice of you to come by. Kein Problem. Yeah, no problem. Easier than you coming to me. You know what? I'm kind of tired. Oh. Oh, right. I'll leave you alone. Ach, Chloe. Was haben wir hier? I think the football team needs thicker helmets. Ich habe gehört, deine Eier sind futsch. Glückwunsch zur Vasektomie. Achso. Yep. Definitely too many concussions. Jetzt kannst du ohne Angst spielen. Du hast es drauf, Mann. Logan, bewahr ein paar Schmerztabletten für mich auf. Zech, du hast den schlimmsten Biotest aller Zeiten verpasst. Armand, erhol dich, Jackson. Okay. So, hier ist deine Sportjacke. Hier haben wir eine Notiz. Ich möchte die Notiz angucken. So. I wonder if Drew will ever play again. Hey Drew, das mit deinem Bein tut mir leid. Wir werden dein Talent und deine Führungsqualitäten auf dem Feld vermissen. Während du dich erholst, werd wieder fit und lass es mich wissen, wenn du etwas brauchst. Coach McKenna. Das ist nett, dass der Coach schreibt. Look at that. Wells being nice for a change. Das glaube ich nicht, das muss ich jetzt lesen. Drew, ich möchte mein tiefstes Beileid für ihre Verletzungen ausdrücken. Ich strebe danach, Blackwell zu einer sicheren Umgebung zu machen, die alle Schüler willkommen heißt. Jetzt erkenne ich, dass ich in diesem Bestreben in vielerlei Hinsicht versagt habe. Ich möchte, dass sie wissen, dass die Schüler und die Fakultät von Blackwell auf ihre baldige Genesung hoffen. Blackwell ist sich ihrer Abwesenheit schmerzlich bewusst. Ich habe sichergestellt, dass ihre Trainer bereit sind, alle Bedürfnisse zu erfüllen, die sie zu ihrer Gesundung erforderlich sein könnten. Aufgrund der Tatsache, dass sie auf dem Blackwell-Gelände verletzt wurden, kann ich nichts anders, als mich verantwortlich zu fühlen. Ich suche bereits nach neuem Sicherheitspersonal, falls es irgendetwas gibt, das ich tun kann, damit sie sich nach ihrer Rückkehr sicherer fühlen, zögern sie bitte nicht, mir dies mitzuteilen. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Ray Wells. Ach, das bedeutet, jetzt wurde einfach auch noch Chip gefeuert. Nein. Ach, Skip meine ich. Skip, nicht Chip. Name Andrew North, Zulassungsdatum 8.5.2010, Einweisungsgrund Schienbeinkopffraktur. Unser Ziel ist Schmerzbewältigung. Schmerzskala, akute Schmerzen, behandelnder Arzt Dr. Bill Anderson. So, also, dann haben wir hier eigentlich. Also, hier gibt es wahrscheinlich kein Graffiti. Hoffe ich. Verstehe. Snackbox. Hausaufgaben. That'll be an interesting read. Biohausaufgaben nimmst du noch an der Prüfung am Montag teil? Fragezeichen, Mehrfachauswahl. Alle ungeraden Fragen auf S237. Freie Antwort, Fragen 1, 3, 6, 7 auf Seite 259. Falls du dich fit genug fühlst, ich arbeite an einem Artikel über bestimmte Freizeitaktivitäten in Blackwell. Vielleicht kannst du mir einige Fragen beantworten. Erhol dich gut, Juliet. So. Also Juliet wahrscheinlich. So, okay, gut, dann, ach, das sind beide. It's nice that Mikey and Steph seem to be staying here all day. Reden. Drew's been in a lot of pain today. Okay, das war's. Als ob sie wirklich den Pudding einfach nimmt. Alter, schäm dich!
What do you think you're doing? You don't want that pudding, right? I'll take it off your hands for you. Over my dead body. Wonder if a little friendly competition will cheer Drew up. Okay, probieren wir's. Ich hoffe, das ist jetzt nichts Böses, sondern einfach was Lustiges. Let's see if I can convince Drew that I need the pudding more than he does. Oh Gott, good nein. Thing we're in a hospital, because they'll know exactly what to do with your corpse. Oh. You don't scare me, Chloe Price. Ah! Are you sure about that? Because it looks like you're kind of scared of me. Doesn't matter. I'm gonna eat this pudding, and there's nothing you can do about it. You're keeping it all to yourself? Don't you care about me? Love pudding. Barely like you. So, no. If you love something, let it go. It's the noble thing to do. No. That's something losers say. Who are you calling a loser? I'm not the one who lost the use of my leg. She went there. Oh, shit. Damn, Chloe. That was cold. Two things are best served cold. That pudding, and what I'll do to you if you don't let me have it. She's not gonna quit, is she? Okay. I give in. We can share it. All right. But don't get used to it. Sucker. Why are you even in my room? So good. Mission accomplished. Ach man, ja, tut mir ja schon jetzt ein bisschen leid. Komm, aber dafür dürfen wir jetzt den Gips unterschreiben. Hey, can I sign your cast? Go for it. Something encouraging. But not too encouraging. Komm. There you go. Thanks a lot. Anytime. Ach, okay, und das war jetzt... Ach, das war ein Graffiti. Okay, gut, also hätten wir ihn quasi den Pudding gar nicht geklaut, dann hätten wir das gar nicht machen können. Okay, gut. Ich find's... I'm so relieved that Rachel's awake. I should see her right away. Ich finde es zwar immer noch so ein bisschen fies, dass wir. Right. I'm gonna head out. It was really great to see you, Chloe. Agreed. Don't be a stranger, okay? Next time, you better bring me a snack. Next time, for sure. Oh, and Chloe? Yeah? Tell Rachel we're rooting for her. You bet. So, gut, das haben wir dann mal. Hey, just heard the fire went out. Those guys look exhausted. No, it's completely out. It extinguished itself. How could that be? Hell if I know. Okay, das Feuer ist anscheinend aus. Okay. Unless you get stabbed. Das richtige Essen hält dich gesund und munter. Ja. Esst immer brav. Rachels Zimmer. Okay, da gehen wir noch nicht gleich rein. Ihre Mutter ignorieren wir einfach auch mal. Is that Samantha Myers?
feel bad. Holy shit. Is that Nathan Prescott? It wasn't your fault. I'm a klutz. Oh, God. Nathan and Samantha? Together? What have I done? I should have seen that biker, though. I just think it's... Ach, wir können da jetzt nicht reinsehen. Of course. I think it came out really well, too. Wait till you see it. Oh. I'm so relieved that Rachel's... Ja, ja. I really regret overhearing that. Okay, gut, dann reden wir jetzt mit ihrer Mutter. Also, zuerst noch ansehen. Wow. Rachel's mom does not look okay. Hey. Chloe, I can't even express thank you so much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Oh. Yeah. It's not a big deal. I bet Rachel loves it. I can't imagine what I would do if we lost her. Wir natürlich auch nicht. Me too. You've grown so close, haven't you? Yeah. It's weird to think we just met a few days ago. When you meet someone who changes everything, you just know. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. Und ich bin jetzt schon so gespannt. Was können wir nochmal? I'm sure Rachel can't wait to see you. Und ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Also. I'm so glad Rachel's okay. Okay. I can't wait to see her. Oh, ich bin ein bisschen angespannt. Also rein da. Ja, genau. Danke. Mann, nein. Lass schneller. Ich will das sehen. Jetzt. Lade. Ach man. Dad, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll... come back in a little while. My guardian angel. How are you? Not great. Better with you here. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. And I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. I almost lost you. I can't believe I almost... You're not getting rid of me that easy.
good. Face stained in the ceiling. Why does it keep saying?